vor dem Wiener Derby. Mit mir am Protest jetzt schon Thorsten Fink, Trainer und Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Alexander Gorgon kommt etwas später, der ist noch beim Training draußen oder die Mannschaft hat er gerade trainiert. Vorab, da es ein Auswärtsspiel ist, auch nur kurz ein paar organisatorische Infos von mir mittlerweile. Für den Gästesektor der Austria knapp 1000 Karten abgesetzt, aber natürlich erwarten wir mehr Veilchen im Stadion, klar auf den neutralen Rängen, nur das sind die einzigen Karten, die wir hier verkauft haben und die bei uns geholt wurden für den Gästesektor, deswegen diese Zahl, die 1000 verkauften Tickets. In der Unterlage finden Sie noch die statistischen und Wissenswertes zum Derby. Das war schon von meiner Seite, ich darf gleich an den Trainer weitergeben und uns die letzten Infos zu geben. Jetzt gerade Training abgeschlossen. Ja, Mannschaft ist gut drauf, sie hat dreimal gewonnen hintereinander, sie wissen, worum es geht, Derby gewinnen, was natürlich schwer genug wird, das ist klar, aber es wird ein schönes Spiel vor vielen Zuschauern, also das ist, bedeutet immer tolle Stimmung und auch von der Tabellensituation her sehr, sehr, ja, eine sehr gute Situation, auch für uns. Und deshalb freuen wir uns alle auf dieses Derby. Wanja Schikow wird verletzt noch ausfallen. Wir wollen dort kein Risiko eingehen. Und wir haben ja auch danach noch englische Wochen. Und wenn er jetzt länger ausfällt, dann fehlt er uns dort. Und deswegen wird Richard Windbichler dort spielen, der mein vollstes Vertrauen hat, der hervorragend trainiert. Und deswegen haben wir ihn ja auch geholt. Dankeschön, Trainer. Franz, vielleicht auch deine Einschätzung kurz vor dem Spiel, zuletzt 3 Siege in Serie. Ja, als erstes einmal wollen wir offiziell als Verein unseren Gegner von Sonntag gratulieren zum gestrigen Spiel, zum Sieg. War eine großartige Leistung von Rapid und ein Zeichen mehr für uns, dass wir wirklich alle Kräfte bündeln müssen, um dort zu bestehen in dem Auswärtsspiel. Wird sehr schwierig für uns, das haben sie gestern bewiesen, aber wie der Trainer schon gesagt hat, wir sind gut drauf, guter Dinge, sehr positiv, natürlich auch mit dem Rückenwind der letzten Ergebnisse und der Punkte, die wir bereits haben. Dankeschön, meine Herren. Fragen bitte an die beiden. Was können die Austria besser machen, als die drei Europäer, die es nicht geschafft haben, auf ihn zu schlagen? Ja. Ich denke, dass wir einfach eine gute Mannschaft haben. Wir wollen unsere Stärken durchbringen. Wir wollen sicherlich nicht nur defensiv agieren. Das heißt, wir müssen Akzente nach vorne setzen, wenn man Rapid schlagen will. Dann kann man sie auch schlagen. Aber wie gesagt, es muss alles passen und alles stimmen, dass man gegen Rapid dort eine Chance hat im Derby. Wir sprechen über alles, was in der Saison abgelaufen ist, was wir positiv mitnehmen können, aber auch die negativen Dinge, die wir dann abstellen können. Das ist ganz klar, wir haben ein gutes Spiel gemacht, auch in diesem Spiel. Wir haben auch dort 2 Tore gemacht, haben auch noch Chancen gehabt in dem Spiel, das ist ganz klar. Wir müssen dann besser stehen, weil 5 Tore sind dann viel. Daran haben wir gearbeitet, denke ich, in letzter Zeit. Deswegen bin ich zuversichtlich, wenn wir zu Null spielen, dass wir auch gewinnen können und haben unsere Lehren aus jedem Spiel gezogen, das ist ganz klar. Ja, ich meine, aktuell ist es jetzt in der Kabine, aber man kann immer mehr, das ist 2-5. Nein. Eher die letzten 3 Spiele. Andreas. Ist das für die Austria ein Vorteil, 90 Minuten nicht gespielt zu haben, sozusagen erholt und ausgeruht reinzugehen, oder ist umgekehrt das Selbstbewusstsein, dass man sich mit so einem Sieg im Europacup holt, sogar eventuell ein Pluspunkt für Rapid? Ich lasse keines von beidem gelten. Also das sicherlich haben sie mal ein gutes Spiel wieder gemacht. Davor wissen wir auch, haben sie Schwierigkeiten gehabt in der Meisterschaft. Wir wissen auch, dass sie aus 6 Spielen nur 4 verloren haben. Im Europapokal in diesem Jahr
sehr positiv dastehen. Das ist für alle in Österreich sehr, sehr gut. Aber doch auch nach dem Europapokal immer wieder Schwierigkeiten hatten. Also wir wollen das ausnutzen, das ist ganz klar. Aber ich lasse nicht gelten, dass sie 90 Minuten gespielt haben, weil ich habe es häufig schon andersrum gesehen, dass sie auf einmal doch dann da waren, dass sie Rhythmus hatten. Und deswegen konzentrieren wir uns einfach auf unsere Leistung, nicht was Rapid in der Woche gemacht hat und auch nicht, dass sie vorher großartig verloren haben. Wir wollen unsere Leistung bringen, wir wollen nach vorne spielen, wir wollen den Gegner unter Druck setzen, wir wollen auch Ballbesitz haben. Das wird sicherlich nicht so sein wie gegen Grödig, das ist ganz klar, es wird ein anderes Spiel. Wir müssen alle drei Zonen hervorragend verteidigen, das heißt, wir müssen in der Angriffszone gut spielen, gut verteidigen, Mittelfeldzone und in der Defense, also von daher wird es ein interessantes Spiel und wenn meine Mannschaft hervorragend verteidigt, haben wir auch Chancen. Bitte. Sie wirken sehr ruhig, sehr fokussiert. Wie brennen Sie schon auf dieses Derby-Ball nach 2:5, was jeden Violetten im Herzen wieder macht? Natürlich. Ich weiß, was ein Derby bedeutet. Deswegen brennt natürlich jeder, aber auch Rapid weiß das. Also ich glaube, wir haben es auch letztes Mal gezeigt, auch Rapid hat gezeigt, dass beide Mannschaften gewinnen wollten, dass hier, dass es um viel geht, auch wenn es das Ergebnis eigentlich höher war, als wir dann hinterher, als eigentlich verdient war. Eigentlich hätten wir auch mehr Tore schießen müssen von der Leistung her. Und das ist entscheidend, dass wir hinterher rausgehen und sagen, wir haben alles gegeben. Wenn Rapid besser war, ist es okay. Wenn wir besser waren, dann würde ich auch ganz gern gewinnen. Alex. Ja, natürlich als Trainer schaut man immer, was hat die Mannschaft in den letzten Spielen gemacht. Deswegen, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich möchte mich darauf nicht so einlassen. Ich habe gesehen, dass sie gegen WAC sehr schwach waren. Ich habe aber auch gesehen, dass sie gegen Pilsen sehr stark waren. Also Mittelding und wir spielen top, dann haben wir eine Chance. Ja, nicht ganz typisch Austria. Ich würde sagen, dass wir, so grundlegend ist zu sagen, dass wir Kritik, die von außen kommt, natürlich sehr ernst nehmen und uns auch immer hinterfragen in den Leistungen, ob wir, was wir richtig gemacht haben, was wir falsch gemacht haben, das ist klar. Aber gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben ein Drittel der Meisterschaft gespielt und 12 Runden und wir haben das auch analysiert im Detail und möchte ich schon sagen, also das möchte ich schon loswerden, dass wir in allen Werten eigentlich Top 3 sind. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Ballbesitz haben, viel Ballbesitz und wir haben mit 60% im Schnitt den Top-Wert in der Liga und das hat ja auch einen Sinn oder einen Grund, warum, dass wir eben dann auch Zeit brauchen, um Räume zu finden, um Räume zu produzieren und dann auszunutzen beim Gegner. Das ist nur logisch, ja, das ist klar. Das ist der nächste Wert. Wir haben in 12 Spielen 159 Flanken geschlagen. Das ist mit Abstand der beste Wert in der Liga. Das ist auch ein Zeichen, dass wir halt über die Seiten kommen wollen, wenn in der Mitte sehr zentralisiert verteidigt wird vom Gegner. Das hat man im Grödig-Spiel gesehen, dass trotz einem 0:2 Rückstand von Seiten des Gegners trotzdem die Blöcke sehr eng waren auf 25 Meter und da war im Zentrum, was auch das Zentrum ist auch das Wichtigste, haben die gut verteidigt, dann brauchen wir auch die Zeit, um eben den Platz zu finden und reinzuspielen. Und wir haben, möchte ich auch noch loswerden, mit 134 Torschüssen in der Liga auch einen Top-Wert. Ja, das ist das Zeichen, dass wir dann auch Chancen kreieren. Ja. Natürlich wissen wir, dass noch genügend Raum ist zur Verbesserung, das ist uns schon klar. Und dass wir vielleicht die Passqualität noch erhöhen müssen, die Geschwindigkeit der Pässe noch erhöhen müssen, das ist klar, um eben noch besser dazustehen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns aber das auch erlauben dürfen, einen Vergleich zu ziehen aus den letzten 3 Saisonen, also mit der jetzigen, stehen wir gegenüber 13, 14 aus der Saison, 5. Platz, 16 Punkte und die letzte Saison, die, wie wir wissen, nicht gut war, 7. Platz und 13 Punkte. Und jetzt sind wir 2. Punkte gleich mit 24 mit dem ersten. Und da möchte ich schon sagen, dass ich mir nicht alles negativ aufbauen lassen will. Pfiffe sind okay, ja, wir wissen, wir haben viel zu verbessern, das ist ganz klar, aber wir sind mit dem Ergebnis bis jetzt durchaus zufrieden, aber wissen natürlich, dass wir uns noch in
einigen Sachen verbessern können. Andreas. Der Trainer, mit welchem Derby in Deutschland kann man das nach Tradition und an Brisanz vergleichen? 60 gegen Bayern, wenn 60 in der ersten Liga spielt. Ja, aber das ist ein Stadtduell. Das ist, ich meine, Schalke Dortmund ist ja trotzdem, ist zwar nah beisammen, aber ist nicht die gleiche Stadt. Also das ist schon, glaube ich, kann man dieses vergleichen, die Rivalität in der Stadt. Und egal, ob jetzt 60 in der gleichen Liga im Moment spielt, aber die sind eigentlich auf Augenhöhe im Moment. Aber das Duell ist halt schon, und die Wichtigkeit ist halt schon gleich, könnte man, wenn man es vergleichen will. Aber jedes Derby hat was Spezielles, was Eigenes. Wissen Sie, ich bin jetzt auch noch nicht hier 5 Jahre oder bin auch kein Österreicher, aber ich spüre, was es bedeutet. Und trotzdem kann ich nicht großartig von Tradition reden, wenn ich jetzt 5 Monate erst hier bin. Also man muss schon das einfach miterleben, und ich weiß nur, was es bedeutet für die Fans. Und damit muss man auch aufgewachsen sein, um es wirklich zu verstehen, glaube ich. Ja, und auch nochmal zu der Sache, wir müssen uns ja nicht verteidigen, dass wir 24 Punkte haben. Ne? Also ich habe jetzt, das kann man auch immer sagen, ich habe halt immer wieder Interviewanfragen, und das Erste ist immer wieder das Negative und die Pfiffe, die mal da waren, aber gibt es auch irgendwas Positives, was wir machen, dann möchte ich das bitte auch mal hören und lesen, weil ich habe schon lange nicht mehr gelesen, dass wir viel erreicht haben gegenüber dem letzten Jahr. Sowas wäre für mich, sagen wir mal, Bestätigung für die Mannschaft, die sehr viel macht, die sehr viel arbeitet für Siege, die nicht nur klare Siege hat, das ist ganz klar, aber das können wir auch nicht erwarten. Wer das erwartet, der ist für mich im Moment einfach nicht Realist, dass man sagt, wir können nach dem 2-0, wollen wir jetzt, natürlich wollen wir das 3- und 4-0 machen, aber gewisse Dinge müssen vorbereitet sein. Da muss ich auch mal hinten rumspielen, aber ich kann nicht erwarten, wir haben was in dieser Saison erreicht, was sehr, sehr gut ist. Und da bin ich stolz, und das möchte ich auch mal lesen, weil die Mannschaft sich das erarbeitet, weil sie wirklich einen Charakter erarbeitet hat, weil sie Siege, spannende Spiele, enge Spiele rumdrehen kann nach einem Gegentor, nach einem 0-1. Drehen wir die Spiele, und das kann man nicht, wenn man nichts macht. Also. Bitte? Das ist so gut jetzt wie in der Meistersaison, und das wollt ihr nicht hören. Nee, aber ich war am Anfang nicht so euphorisch. Ich habe gesagt, mal lieber auf dem Boden bleiben. Aber ich bin auch jetzt nicht derjenige, der sagt, nach 24 Punkten, Entschuldigung, dass wir die geholt haben. Und wir waren ja nie die schlechtere Mannschaft, bis auf gegen Rapid im ersten Spiel, das muss man zugeben. Aber wir waren fast auf Augenhöhe, trotzdem auch wenn wir 5-2 verloren haben. Alex, darf kurz bitten, die Kameras das schneiden können, wenn er durchs Bild läuft. So, mittlerweile Alex Gorgon eingetroffen. Danke, Alex. Alex, vielleicht auch von dir kurz deine Erwartungen vor dem Derby. Du gehst als Führender der Schützenliste auch hinein. Was erwartest du vom Sonntag? Ja, ich denke, dass dieses Derby auch wie die anderen sehr, sehr hart umkämpft wird. Es geht um die Vormacht in Wien. Das sind für uns Spieler die schönsten Spieler in der ganzen Saison. Es wird von den Medien schon groß gemacht, dieses Spiel, und dann am Platz bei so einer Atmosphäre dann auch vor vielen Zuschauern, das macht dann sehr viel Freude zu spielen. Okay. Muss niemand mehr heiß gemacht werden? Nein, ich denke, wir sind heiß genug. Sehr gut. Gibt es vielleicht gleich Fragen an den Alex auch? Bitte. Nein, noch nicht. Der Geburtstag ist am 27. Und wir warten schon sehr ungeduldig. Ja, ich habe zu meiner Frau gesagt, am Sonntag darf er nicht kommen, also sie muss noch zurückhalten. Weitere Fragen bitte. Ja, wäre glaube ich auch nicht so günstig, weil wenn es in der Nacht passiert, dann ist man ein bisschen aus dem Rhythmus, und bekanntlicherweise ist der Biorhythmus in einer Woche sehr, sehr wichtig vor einem Spiel, und da braucht ein Leistungsfußballer doch seinen Schlaf auch. Gibt es noch sportliche Fragen nach dem Ausflug in die Biologie? Bitte, Andreas. Alex, ich nehme an, du hast das Spiel gestern angeschaut, das Europacup-Spiel. Worauf müsst ihr denn am Sonntag gegen Rapid besonders aufpassen?
Ja, man hat gesehen, dass die letzten Ergebnisse vielleicht in der Liga ein bisschen trügerisch sind, weil ich würde jetzt da nicht von irgendeinem Leistungsabfall sprechen bei Rapid, sondern man hat gestern wieder gesehen, eigentlich, was für eine laufstarke Mannschaft Rapid ist. Und sie haben auch gegen Viktoria Pilsen, die eigentlich sehr viel Qualität haben, wirklich einiges gezeigt, vor allem auch spielerisch. Und ja, da dürfen wir dann uns wirklich keinen einzigen Schritt sparen. Jeder muss mit seinem Mann mit und ja, es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Bitte. Ja, trotzdem wird sich von den taktischen Dingen wird sich dort nichts ändern, das ist ganz klar. Und sie haben auch den einen oder anderen guten Spieler in der Hinterhand, der auf der Bank sitzt, der mal pausieren muss. Und das ist ja auch richtig, dass man auch rotiert, finde ich, im richtigen Augenblick. Aber da wird sich sonst nichts großartig ändern für uns. Der individuelle Stärken natürlich für denjenigen, der reinkommt. Da werden wir uns dann auch top vorbereiten. Gut, gibt es weitere Fragen? Bitte, Thomas. Ja, ich glaube, ich wäre blöd, wenn ich jetzt nicht derselben Meinung wäre wie der Trainer. Also, ich sehe das genauso. Wir haben uns unsere Ziele intern vor der Saison gesteckt. Die haben wir auch offen gelegt, die sind eigentlich noch immer unverändert. Und ich denke, dass wir eigentlich besser hineingestartet sind in die Saison als erwartet. Und jetzt mittlerweile haben wir auch ein bisschen mehr Konstanz in unser Spiel hineingebracht. Und ja, jetzt gilt es einfach daran zu arbeiten, dass man jetzt nicht vielleicht so wie gegen Grödig die ersten 45 Minuten so absolviert, sondern einmal auch über 90 Minuten. Martin. Ja, das leichter würde ich einmal unter Anführungszeichen setzen, weil das stimmt schon, dass es für uns, wenn wir zu Hause spielen, gegen einen vermeintlich leichteren Gegner, dass es dann natürlich nicht so einfach ist, durch diese Abwehrketten durchzuspielen. Gegen Rapid wird vielleicht etwas mehr Platz sein, da wird es vielleicht hin und her gehen und da können wir dann unsere Qualitäten vielleicht dann noch besser ausspielen, aber auch wenn sie das vielleicht jetzt so anhört, dass es leichter ist, dieses Leicht ist dann trotzdem eigentlich unglaublich schwer, um wirklich dann auf wenig Raum die richtige Entscheidung zu treffen zu dem Zeitpunkt und dass aus dem dann irgendwas Fruchtbares auch rauskommt. Lass doch mal den Alex auch antworten. Jetzt deine Antwort. Sehr lange Frage, ja. Versuche sie trotzdem zu beantworten. Ich bin jemand, der nicht gerne in Schönheit stirbt. Also wenn es dann ein dreckiger Sieg wird, unterschreibe ich das genauso. Also wir haben vielleicht teilweise Spiele auch gehabt, die jetzt nicht so prickelnd waren und trotzdem sind wir als Spieler als Sieger vom Platz gegangen. Und ich glaube, das zeichnet uns in der Saison jetzt auch aus, beziehungsweise unterscheidet uns auch zu den letzten Jahren. Ja,
Darf ich nochmal, weil es ist anders, ein anderes Spiel. Es ist ganz einfach. Es wird ein offeneres Spiel werden, das ist hundertprozentig. Es werden mehr Chancen auf beiden Seiten sein oder mehr schnelleres Spiel sein, weil wir schneller nach vorne spielen können, weil der Gegner natürlich auch pressen will. Er will uns auch, er wird auch Ballbesitz haben. Sonst ist es ja immer so, dass wir immer die anderen bespielen müssen. Deswegen, es wird ein anderes Spiel werden. Es kann ein schöneres Spiel werden, aber trotzdem ein enges Spiel, das ist ganz klar. Und derjenige, der am Ende die besseren Nerven hat und bessere Überzeugung hat, wird dann das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Also schöner kann es sein, aber es wird anders sein. Aber ja. Alex? Alex, wenn du dir einen Punkt herausnehmen könntest bei Rapid, was ist das Gefährlichste an Rapid? Ja, ich glaube, dass sie einfach in der Offensive sehr variabel sind. Dass sie sowohl über außen kommen können, als auch gefährliche Aktionen starten können im Zentrum. Und da sind sie auf jeder Position sehr gut besetzt. Und ja, da gilt es dann für uns eben wirklich hellwach zu sein. Und wir können uns wirklich keinen Ausraster erlauben. Gut, gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann Dankeschön und guten Appetit beim Buffet.